Ich bin Ali Adas, hiermit. Ich heiße Jenana Mehmedovic und ich komme aus Bosnien-Herzegowina. Und wir machen heute ein Interview mit der Frau und wir würden gerne ein paar Fragen stellen. Zuerst möchte ich gerne fragen, warum sind Sie eigentlich vor vielen Jahren hier nach Deutschland gekommen? Ja, das war eine schwierige Situation. Es gab einen Krieg in unserem Land. Wir mussten flüchten und sind dann über Kroatien nach Deutschland gekommen. Wie fanden Sie Unterricht in Deutschland? Super. Also es war für mich schwer. Ich habe die Sprache nicht verstanden und da hat mir so nicht wie ihr heute so extra Unterricht für Flüchtlinge. Wir mussten so ins kalte Wasser springen. Ich weiß, Sie sind nach ein paar Jahren wieder zurückgegangen. Ich konnte nicht länger bleiben. Ich hatte keinen Aufenthalt mehr. Ich musste das Land verlassen. Habe ich auch gemacht. Und dann bin ich nach Sarajevo gegangen, habe dort angefangen bei der deutschen Bundeswehr zu arbeiten. Dann habe ich auch angefangen Germanistik zu studieren und das hat sehr gut geklappt. Ich bin heute auch Deutschlehrerin, arbeite in der Zwischenzeit beim Goethe-Institut, unterrichte überwiegend Erwachsene. Finden Sie das Leben hier besser oder in Ihrem Heimat? Also wenn man Familie da hat, Freunde, wenn man sich schon daran gewöhnt hat, ist das okay, es ist schön. Aber das Leben in Deutschland von der Qualität her, so die Chancen, die Angebote, die sind natürlich hier besser, größer. Und Sie haben gesagt, dass Ihre Klasse damals war nicht so wie uns, also uns, wir haben es einfach. Ja, wie hatten Sie es da? Ja, wir konnten erstmal gar nicht die Schule besuchen. Das war nicht geregelt, es gab nicht genügend Lehrer und dann hat man für uns gekämpft. Und ich muss immer Frau Greve Siemers da erwähnen, sie hat für uns alle sehr, sehr viel getan. Ohne sie wäre das vielleicht fast unmöglich. Ja, und dann haben wir Beruf, Fachschule Sozialpflege besucht und da haben wir unseren erweiterten Realabschluss bekommen und dann konnten wir aufs Gymnasium. Das war auch nicht einfach. War sehr hart zum Teil, aber wir haben das geschafft, wenn man so ein Ziel hat und diese Chance. Und das ist dann in dem Moment vielleicht die einzige Chance, dann muss man ja. Ja. Wir möchten gerne auch wissen, wie der Verlauf war, um Ihre Flucht hier nach Deutschland zu kommen. Ja, das war nicht so einfach, als der Krieg begonnen hat. Wir haben das nicht so verstanden, was da vor sich geht. Im Nachhinein denke ich, das war nicht so klug von uns, dass wir so lange da blieben. Wir hatten einen richtigen Krieg. Und wir sind auch zur Schule gegangen und dann haben wir sehr viele Soldaten gesehen und auch gehört. Und dann wurde uns gesagt, ihr müsst weggehen. Zwei Tage später wäre das für uns zu spät. Wir hätten das nicht überlebt. Und so sind wir dann als Flüchtlinge erstmal in Bosnien gewesen, einem Ort. Haben dann gesehen, so wie die Flugzeuge Bomben abgeworfen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen weiter. Dann haben wir in Kroatien, in Zagreb, Zuflucht gefunden. Es war aber auch keine Lösung, sie wollten es auch nicht so richtig haben. Aber dann kam das Rote Kreuz aus Deutschland und die haben gesagt, sie nehmen Flüchtlinge auf. Und ich wollte nicht. Ich hatte schon zu viel, ich wollte zurück, weil ich habe alles verloren, das war was, womit ich nicht mehr klar kam, so diese Situation, dass man nicht gewollt ist und dass man irgendwo mehr zu Hause ist. Aber dann habe ich auch eingesehen, dass es nicht anders geht und das war richtig so. Damals im Deutschunterricht, ich möchte gerne wissen, wie war der? Die erste Stunde war ein Lied in einem Dialekt, das haben wir nicht verstanden. Das hat dafür gesorgt, dass es viele Tränen geflossen sind, weil man hat das Gefühl, das geht nicht. Und ich persönlich stand unter großem Druck, das werde ich nie vergessen. Die Deutschlehrerin hat eine Frage gestellt, sie war noch nicht zu Ende, dann war meine Hand hoch. Ich wusste noch nicht, was sie sagen soll, aber ich habe es mir so ganz schnell überlegt, um eine Antwort zu geben, damit sie weiß, ich bin aktiv, ich bin gut, ich schaffe das. Jeder für sich muss einen Weg finden, wer damit klarkommt, wer das macht, lernt. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und wenn man das wirklich ernst nimmt,